Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen bei uns im Ministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. Und nachdem der Begriff Frauen oder das Wort Frauen nicht mehr bei uns im Titel des Ministeriums steht, möchte ich Ihnen trotzdem sagen, wir treten für die Rechte der Frauen ein und für die Gleichstellung von Männern und Frauen. Und ich möchte selber als Ministerin, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf absolut verbessert wird. Und ich freue mich, dass wir auf Initiative von Business and Professional Women Germany heute hier zusammengekommen sind, um ein klares Signal für die Lohngerechtigkeit auch zu setzen. Ich freue mich sehr, dass heute diese Einladung eine so große Resonanz hervorgerufen hat und dass Sie alle da sind. Und der gute Zustrom heute zeigt auch, wie wichtig dieses Thema insgesamt ist. Und wir wollen auch dem Anliegen der Frauen, die berufstätig sind, auch eine Stimme geben und im nächsten Jahr auch schon das 10. Mal. Ich war heute unterwegs, wenn ich das ganz kurz noch erwähnen darf, bei einem Unternehmen. Und wir haben unter anderem den November dieses Monat unter den Titel Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestellt, weil wir einen Familienpakt geschlossen haben mit den Unternehmen und weil wir jetzt auch sehen und ja, mit den Unternehmen auch dafür werben und die Unternehmen auch, alle die noch nicht dabei sind, motivieren, hier mitzumachen, damit Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden kann, damit Initiativen ergriffen werden, dass Männer und Frauen unter anderem berufstätig sind, das Gleiche verdienen für die gleiche Arbeit. Und vor allen Dingen, dass die Kinderbetreuungsmöglichkeiten verbessert werden, dass Betreuungsmöglichkeiten und Pflegemöglichkeiten für die ältere Generation auch möglich ist, weil viele Frauen sind in einer derartigen Sandwich-Situation, haben selber Kinder und Enkelkinder und auch gleichzeitig noch pflegebedürftige Angehörige, manchmal auch mit Demenzerkrankung. Und deswegen, glaube ich, ist es notwendig, zu sensibilisieren, die Unternehmen auch zu motivieren, da mitzumachen. Und ich bin der Überzeugung, dass es die Attraktivität eines Unternehmens weitaus stärkt, wenn sie familienfreundlich sind, wenn sie zum Beispiel offen sind, dass Frauen in den Betrieben Karriere machen können, Karriere trotz Kind und Familie, auch Karriere in Teilzeit, das möchte ich auch mal sagen. Und für mich ist auch wichtig, dass die Unternehmen dabei sind, weil das stärkt auch die Wettbewerbsfähigkeit eines derartigen Unternehmens. Und Eltern schauen heute genau hin, Frau Bendix, Sie haben es ja vorhin erwähnt, so. Was bietet ein Unternehmen und ist es richtig, dass dort in dem Unternehmen viele Dinge angeboten werden? Und wie schaut es mit der Teilung von Familienarbeit aus und mit der Erwerbstätigkeit? Ich darf Ihnen sagen, dass wir in Bayern einen Anteil von Männern, die Elternzeit nehmen und Elterngeld in Anspruch nehmen, von 42,7% haben. Und wir sind als Bayern an der Spitze in Deutschland. Und ich bin stolz auf unsere bayerischen Männer, die es jetzt doch mal wagen, sich mit der Kindererziehung auseinanderzusetzen. Und da sieht man, dass da auch echt ein Bedarf ist. Und in Würzburg, ich weiß nicht, vielleicht ist jemand aus Würzburg dabei, da sind die Männer ganz vorne dran mit 52% in Bayern und ich finde das ganz großartig. Und ich sage ja immer, die Wirtschaft stellt sich auf die Männer von heute ein, aber sie müssen sich auch mehr auf die Frauen von heute einstellen. Und deswegen müssen Frauen couragiert vorangehen und auch dafür eintreten, dass sie für die Arbeit, die sie machen, auch mehr Geld verdienen können. Und darum werbe ich auch dafür, dass Frauen in MINT-Berufe gehen, damit sie auch in anderen Branchen, in anderen Berufen sich engagieren können und ihren Weg gehen können. Das war jetzt mein Schlenk, was ich heute gemacht habe und was mir so besonders am Herzen liegt, weil das für uns Frauen schon wichtig ist. Der Wiedereinstieg ist übrigens auch wichtig und immer beim Wiedereinstieg, beim Vorstellungsgespräch bitte ich alle Frauen immer sofort, bei den Lohnforderungen nicht unten anzusetzen, bitte, sondern weiter oben. Weil so wie man wieder durchstartet, so hat man es dann auch später auch. Und das setzt die Basis dafür, dass zum Beispiel auch das Gehalt weitaus besser ist, als das vielleicht vorher war. Und ich möchte alle dazu ermutigen, couragiert vorzugehen und ganz einfach auch mit einem ganz klaren
gewachsenen, natürlichen Selbstwertgefühl auch in Bewerbungsgespräche zu gehen und ja, die eigene Kompetenz auch in den Mittelpunkt zu stellen. Ich finde es richtig und wichtig, dass der Equal Pay Day in Deutschland zu einer festen Größe des Jahreslaufs geworden ist. Und wir alle rechnen ja auch mit, der nächste Equal Pay Day fällt auf den 18. März 2017. Das heißt, von Januar bis zu diesem Tag arbeiten Frauen im Vergleich zu Männern im nächsten Jahr umsonst. Was ich ziemlich bedauere, weil Frauen arbeiten nämlich fleißig und viel und wenn sie in Teilzeit arbeiten, arbeiten sie fast Vollzeit. Also das ist ebenfalls so ein Thema. Und überall in Europa verdienen Frauen noch immer weniger als Männer. Sie haben es vorhin ja auch gesagt. In Deutschland beträgt die Lohnlücke derzeit 21%, Europa 16%. Und selbst wenn man alle Ursachen für die Lohnungleichheit herausrechnet, verbleiben immer noch eine bereinigte Lohnlücke von 7%. Das lässt sich nicht rechtfertigen und zeigt bei allen Erfolgen, die wir in den letzten Jahren im Bereich der Gleichstellung und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch erreicht haben. Es besteht Handlungsbedarf in Sachen Lohngerechtigkeit. Nicht umsonst sitzen wir heute auch hier. Transparenz ist dabei ein entscheidender Punkt. Und deshalb begrüßen wir, dass das Bundesfamilienministerium einen Entwurf für ein Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern vorgelegt hat. Und wir werden das Gesetzesverfahren intensiv begleiten. Aber noch wichtiger ist, dass Entgeltgleichheit ein echtes Thema in einem Unternehmen wird. Denn dort wird über die Lohnlücke und das berufliche Fortkommen auch entschieden. Und dafür brauchen wir einen Bewusstseinswandel bei den Arbeitgebern und auch bei uns Frauen selbst. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Und genau daran arbeiten wir. Etwa durch Beratungsstellen für Frauen und Projekte zum beruflichen Wiedereinstieg von Frauen oder auch durch unsere Initiative im Rahmen des Familienpaktes mit Elternkompetenz gewinnen. Für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern im Erwerbsleben sind natürlich gute Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel bedarfsgerechte Kinderbetreuungsmöglichkeiten wichtig und auch die Voraussetzung dafür, dass man ruhig arbeiten kann, entspannt arbeiten kann und dass man weiß, dass die Kinder qualitativ hochwertig bedarfsgerecht versorgt sind. Das ist etwas, wo wir die Frauen auch unterstützen können. Wir haben für den Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 enorm viel Geld in Bayern investiert und wir hatten Nachholbedarf, das sage ich in dem Fall auch. Und wir haben momentan 112.000 Krippenplätze in Bayern und wir wissen, dass wir weiter ausbauen. Wir haben bedarfsgerecht ausgebaut, aber wir sehen in den großen Städten wie Nürnberg und München haben wir immer noch Defizite und es fehlen uns auch nach wie vor Betreuerinnen und ich glaube, und Kindererzieherinnen und da müssen wir einfach anschieben, da müssen wir noch sehr viel mehr tun. Wir investieren als Land annähernd doppelt so viel wie der Bund, sowohl bei dem Ausbau der Kinderbetreuung und wir unterstützen zum Beispiel auch die Kommunen beim Betrieb der Einrichtungen und zwar mit 52%. 1,6 Milliarden Euro pro Jahr in Bayern alleine. Und daran kann man schon erkennen, dass uns das sehr viel wert ist. Und ich glaube, da ist jeder Cent und jeder Euro richtig angelegt, weil wir damit auch viel abfangen können. Ich darf dazu sagen, was die Krippenplätze anbelangt. Wir haben seit 2006 um knapp 380% den Ausbau gesteigert. Und das ist wirklich ein echter Meilenstein, auch in die richtige Richtung. Und liebe Business and Professional Women, zu Recht schreiben Sie in Ihrem 10-Punkte-Programm und Plan, ohne Partnerschaftlichkeit kein Equal Pay. Und ich glaube, auch ohne Partnerschaft kann das nicht umgesetzt werden. Das gilt sowohl für den privaten Bereich als auch für das Verhältnis der Arbeitgeber zu ihren Beschäftigten. Und für den Arbeitsbereich bedeutet das, wir brauchen eine Veränderung der Unternehmenskultur. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Frauen in Führungspositionen,
Wir brauchen eine gleiche und gerechte Bezahlung, aber auch Möglichkeiten zum gelungenen Wiedereinstieg nach der Familienpause. Und all diese Punkte müssen in Zukunft Top-Themen sein und ganz oben in den Unternehmen angesiedelt werden. Und deswegen gehe ich in die großen Unternehmen rein, zu den Global Playern, wo die Chefs auch da sind, damit ich alle unsere Positionen dort auch zementieren kann, anbringen kann, diskutieren kann. Und es war auch heute wieder ein gelungener Tag, wo ich gehört habe, was man sich so vorstellt in der nächsten Zeit, wie die Digitalisierung sich auswirkt bei den Frauen, welche Chancen Frauen da auch haben können, aber welche Probleme natürlich auch auf uns zukommen durch die Digitalisierung. Und wir müssen auch weg von der zu oft noch gelebten Präsenzkultur hin zu flexibleren Arbeitszeitmodellen. Und da muss auch die Politik umdenken. Und da müssen wir unter anderem auch unsere Arbeitszeitregelung ummodulieren, modifizieren. Und wir werden auch so nicht mehr weitermachen können. Ich glaube, dass die Digitalisierung große Chancen eröffnet, dafür Leben, Familie und Arbeiten besser zu vereinbaren, auch die Arbeitszeiten für sich selber zu bestimmen, als Clickworker, Crowdworker, Freelancer unter anderem auch zu arbeiten, ebenfalls neue Möglichkeiten. Und ich finde, dass da ganz, ganz viel auch in der Zukunft sich verändern wird. Manchen Leuten macht das Angst, ich will das auch dazu sagen. Und wir haben diese Ängste auch in der Bevölkerung, die wir ernst nehmen müssen. Und die Ängste sind auch bei den Frauen da, weil die meisten auch wissen, dass sozusagen im mittleren Bereich viele Arbeitsplätze wegfallen werden, auch bei den kaufmännischen Berufen. Und umso wichtiger ist es, sich darauf einzustellen. Lebenslanges Lernen ist ebenfalls wichtig, immer up-to-date zu sein und dann auch anhand der Kompetenz, die man hat, an dem Know-how, das man einbringt, auch die Forderungen stellt, die dann unter anderem auch berechtigt sind. Ich freue mich auf die Vorträge und Ideen von Frau Professor Dr. Schrautner, Frau Gronert und Herrn Bittlingmeier. Und Sie sind einer der wenigen Männer heute hier. Und ich darf Sie ganz herzlich deshalb ganz besonders auch noch begrüßen. Und ich möchte Ihnen heute einen informativen, anregenden Abend wünschen mit neuen Impulsen auch für Ihre Arbeit vor Ort. Und ich wünsche Ihnen für Ihr persönliches Leben alles Gute und motivieren Sie die Frauen, dass sie couragiert nach vorne gehen und einfach ihre Forderungen stellen, so wie es angemessen ist und ihrer Ausbildung entspricht. Ich danke für die Aufmerksamkeit.